Hallo Freunde und willkommen zu den Wochenend-News. Was heißt eigentlich Wochenend-News? Denn schließlich ist es schon wieder Sonntagabend. Aber das hängt damit zusammen, dass ich gestern auf der Arbeit war und gar keine Zeit hatte, irgendwas zu machen. Und auf der anderen Seite habe ich sowieso kaum Neuigkeiten für euch, von daher ist es nicht ganz so schlimm. Ich habe sogar überlegt, ob ich diese Wochenend-News diese Woche überhaupt hochladen soll, denn es gibt so wenig Neuigkeiten, dass ich es eigentlich einstellen wollte. Aber naja, jetzt bin ich hier, jetzt erzähle ich euch doch was, von daher ist schon in Ordnung. Gut, die erste mehr oder weniger kleine Neuigkeit ist das Black Ops 2 Gewinnspiel. Das wurde jetzt verschickt, also das Spiel wurde jetzt verschickt und am Dienstag kommt das, glaube ich, raus. Also ich habe nur den Key verschickt für Steam. Wir haben das jetzt beide vorausgeladen, der gute Alan Quake und ich. Und am Dienstag werden wir wahrscheinlich schon direkt loslegen. Werden wir sehen, wie das zeitlich klappt. Auf jeden Fall aber nächste Woche. Und damit auch nochmal von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zu dem Gewinn, mein lieber Alan Quake. Am Dienstag geht's los. Dann habe ich meine Freizeit vorwiegend damit verbracht, meine neue Webseite zu erstellen. Ihr kennt ja alle meine Heimat, die Gameplay Zone. Ja, die ist mittlerweile so ein bisschen in die Jahre gekommen. Das Design ist mir zu düster. Ich würde gern was Helleres. Ich hätte gern mehrere Funktionen, so ein bisschen eine Mischung aus YouTube, Facebook und anderen aktuellen Webseiten. Das wäre mein Ziel und da arbeite ich gerade dran. Und zwar meistens ziemlich spät abends, wenn ich schon zu müde bin zum Kommentieren, sprich zum Aufnehmen. Dann reicht es aber dann immer noch, um an der Webseite zu basteln. Und das ist genau das, was ich momentan so unter der Woche abends treibe. Fertig wird es wahrscheinlich erst sein Ende Januar, also ist noch ein bisschen Zeit bis dahin. Aber auf jeden Fall, sowas mache ich gerne und es wird auch richtig gut, das kann ich schon mal versprechen. Also es wird, wie soll ich sagen, bei den vielen Webseiten, die ich schon gebastelt habe, es wird sicherlich mein Meisterwerk werden. Naja, wahrscheinlich gefällt es mir dann im halben Jahr auch wieder nicht mehr und dann mache ich wieder was Neues, aber so ist es ja immer. Gut, in der letzten Woche gab es eine Stunde Ultima Online und dann hatten wir gesagt, diese Woche entscheide ich mich für ein Projekt und das habe ich auch gemacht. Denn nächste Woche gibt es eine Stunde Gothic 2, die Nacht des Raben. Kein sehr begehrtes Projekt, aber dennoch gibt es den ein oder anderen Zuschauer und mir momentan macht es auch sehr viel Spaß. Von daher würde ich gerne mal mit euch zusammen eine Stunde Gothic 2 spielen. Das machen wir in der nächsten Woche gemeinsam und dann seid ihr natürlich wieder dran. Dann könnt ihr wieder entscheiden, was für Spiele stehen noch nicht fest. Das sage ich euch dann in den nächsten Wochenend-News. So, das war's auch schon für diesmal. Eine kleine Überraschung habe ich noch für euch, aber dazu schalte ich jetzt um. So, jetzt erst einmal raus aus dem Sauwasser hier. Und da vorne ist ein Bash, den wollen wir jetzt erst einmal besteigen hier. Schöne Bash, jawohl. Was brauchen wir denn, wenn wir hier schön an der neuen Insel angekommen sind? Da brauchen wir erst einmal ein bisschen Holz. Wo kriege ich Holz, das weiß ich nicht. Bei der Bäumchen, würde ich sagen. Schön vor der Bäumchen das Holz geschlagen. So muss es sein. Moment mal, jetzt muss ich erstmal hier den Bau. Das hier, was ist denn das hier? Das ist ja... Das ist ja kein Berg, ich glaube wohl, die denke wohl, ich habe einen an der Apps. Das kann doch nicht sein hier. Müssen wir jetzt auf jeden Fall hier Holz finden. Da haben wir doch ein Bäumle. Das werden wir jetzt erst einmal kaputt haben. Dass wir hier ein bisschen Holz haben, um wir uns hier selber uns hier die Hütte zu basteln. Verstehst du? Dass wir hier schön eine Hütte haben. Errungenschaft erzielt. Dreimal auf Holz gekloppt hier. Ich werde nochmal bekloppt. 2 Minuten hier, nicht aber 2 Minuten gespielt und schon haben wir hier das erste Errungenschaft bekommen. Hier, ich drehe nochmal durch hier, das gibt's doch gar nicht. So, der erste Baum haben wir gefällt. Müssen natürlich auch gucken, da gibt's ja auch so Setzlinge, ne? Dass wir die auch nochmal verteilen hier, bevor hier die ganze Welt weggerodet ist hier. Müssen wir mal aufpassen. So, hier der nächste Baum. Da haben wir jetzt auch schön das Holz abschlagen. Verstehst du? So gehört sich das hier. Ja, das Oberste nehmen wir auch noch mit. Und der Letzte. Da müssen wir mal gucken, wie viel wir da überhaupt brauchen davon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Es ist schon so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe hier. Das gibt es ja auch gar nicht, ne? Das ist ja auch schon wieder... Mittlerweile ist es ja schon ein uraltes Spiel. Aber es macht immer noch Spaß, das muss ich schon sagen. So, aber ich glaube, wir gehen auch gerade hier in die falsche Richtung, ne? Da vorne sind ein paar Kühe hier, ein paar Deppete. Wir... Gehen wir davor hier, da sehe ich noch ein paar Bäume. Die werden wir auch nochmal runterhaare hier. Und was ist das hier überhaupt? Das müsste ja auch, glaube ich, verschwinden, ne? Ja, da sehe ich so einen Setzling drauf, aber
Den lasse ich da mal hier. Ich gehe jetzt nochmal hier hochklettern, dass mir da noch mehr Holz bekimmt. So, und da, ach, da beginnt der Dschungel, ey. Das, ja, ich werde bekloppt hier in dem Spiel, du. Da beginnt der direkte Dschungel, ey. So, aber hier haben wir einen schönen großen Baum. Den werden wir jetzt auch nochmal umhauen. Wir wollen uns ja die Hütte bauen. Und dafür brauchen wir halt jede Menge Holz. Sozusagen Holz vor der Hütte, ne? Ja. Ich weiß, ich war auch schon mal besser mit Marwitze, aber was willst du erwarten von so einem blöden Frankfurter? Gut. Jetzt haben wir hier 15 Holz. Das können wir jetzt auch nochmal spalten, sozusagen. Und dann können wir vielleicht schon sogar die erste kleine Hütte anfangen zu bauen hier. Was haben wir denn da? Was ist das für ein Baum hier? Das habe ich ja auch nicht gesehen. Also sowas gibt es bei uns in Frankfurt nicht, das kann ich ja sagen. Ist ja aus wie der Messeturm hier. Ich weiß es ja nicht. Können wir da hochklettern oder was sieht hier fast so aus hier? Das ist ja der Knalle. Da können wir ja hochklettern hier. Das gibt's doch gar nicht. Also ich war jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr in Minecraft drin gewesen und das kenne ich jetzt alles gar nicht hier. Ja, ich bin meistens hier in Frankfurt irgendwo schön beim Appleboy trinke. Und da siehst du halt nicht so viel von Minecraft. Das kennt dort keiner. Das kann ich euch sagen, das Spiel kennt dort keiner. So, aber gut. Ich weiß ja nicht, können wir das jetzt hier überhaupt abhaare oder was? Das ist ja, ich weiß nicht, ist das hier überhaupt Holz oder ist das was anderes? Das ist auf jeden Fall was anderes. Ich gucke gerade mal in mein Inventar. Tropenholz steht da. Tropenholz. Ist das ein besonders stabil Holz oder was? Ja. Wir können sie auch mal klein haaren. Ich denke mal, ich werde mir jetzt noch hier so eine normale Baumsuche. Und dass man dann halt anfängt mit der Hütte zu bauen, beziehungsweise Hütbau, da hinten steht doch was. Da gehe ich jetzt einmal hin. Das gucke ich mir nochmal von Norm an. Eine Schei-Hütte. Ich bin mal gespannt, ob da auch jemand dort ist. Oder ob ich hier in dem ganzen Spiel allein bin. Ich weiß es nicht. So, hier springen wir mal schön hoch. So, und da sind wir auch schon angekommen in der Hütte. Das eine hier ist ein bisschen dunkel hier. Was ist denn hier los? Da kann man gar nicht reingucken. Da fehlt irgendwie die Fackel. Und wir haben ja auch noch keine Fackel hier. Das ist doch alt. Da ist ein Pfunde hier. Oh, wer bist du dann? Ja, babbel mich nicht voll. So, aber wir haben einen schönen Brunnen haben wir hier. Und da können wir jetzt auch schlafen, wenn dann nachts die Monsters rauskommen, ne? Dass wir da schön mal schlafen hier können. Aber warte mal, ich werde jetzt erstmal das Holz nehmen hier. Und da können wir nämlich hier so, wie heißt es? Tropenholzbretter anfertigen. So, aber hier Eicheholzbretter ist vielleicht noch besser. Die gute alte deutsche Eiche, ne? Ist ja besser wie der Tropenholz-Scheißdreck. Das brauchen wir doch nicht, du. So. Wir können jetzt natürlich hier die Eichenhütte bauen, aber wir können natürlich auch die anderen hier nehmen. Da sparen wir uns Arbeit. Und wir Hesse sind ja so ein bisschen faul grundsätzlich, ne? Erbarme, zu spät die Hesse kommen. Das wird er sich jetzt denken, hier Depp. Ja, komm, zieh ab, zieh Leine, Alter. Ich gehe jetzt hier in die Hütte rein und das hast du ja schön hingekriegt hier mit der Tür. Alter, das gibt's doch gar nicht. Da hat er hier Tür hingemacht, der Depp. Deppert Kelder. Kannst du nicht mehr dran kommen hier, du. Ah, schön Bibliothek hat er gemacht. Und da, hier schön mit dem Doktorkittel, oh, du. Guck dir mal an. Depp. So, ich glaube, hier gefällt es uns, hier bleiben wir. So, und ich würde sagen, ich werde jetzt Karhüt bauen, denn wir haben ja hier schon A. Und wir sehen uns in Kürze weiter bei meinem nächsten Projekt oder nächste Woche, zu der nächsten Woche in News. Also, mach's gut, bis dann.